Gut, ja, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Embarcadero Germany. Heute geht es in einem weiteren Webinar um die Neuerungen im Red Studio 1033 in deutscher Sprache. Ja, meine Kollegen aus Amerika hatten gestern Abend eine Vorstellung, die ich nur sehr punktuell gesehen habe. Ich lasse mich mal einfach überraschen, was die gezeigt haben, was ich heute zeige. Nichtsdestotrotz ist es heute natürlich in deutscher Sprache. Wahrscheinlich werde ich ein paar andere Aspekte damit hineinbringen. Red Studio 1033 ist das aktuelle Release jetzt von Ende November 2019. Da haben wir einige Neuerungen mit hineingebracht, unter anderem auch neue Compiler, neue Möglichkeiten. Dazu werde ich was erzählen. Generell ist Red Studio natürlich eine Entwicklungsumgebung für Softwareentwickler. Also damit wahrscheinlich für 99% aller YouTube-Teilnehmer relativ uninteressant. Nichtsdestotrotz, es ist eine sehr moderne Entwicklungsumgebung, mit der ich Cross-Plattform-Anwendungen erstelle. Stellen kann, nicht nur für Windows, sondern auch für Mac Desktop in 64-Bit, für iOS, für Android auch in 64-Bit. Mittlerweile haben wir dann eine sehr breite Abdeckung, inklusive auch Linux für 64-Bit. Wer will, kann natürlich auch 32-Bit-Anwendung machen, aber das wird sich im Laufe der Zeit natürlich immer wieder verringern. Red Studio 1033 ist das aktuelle Release, da haben wir einige Neuerungen drin und die möchte ich Ihnen innerhalb der nächsten halben, dreiviertel Stunde einfach mal gern vorstellen. Mein Name ist Matthias Eising, ich bin sogenannter Senior Sales Consultant von Embarcadero und schon relativ lange dabei. Kenne Delphi seit der ersten Stunde, dementsprechend natürlich auch den C++-Builder. Und als Konglomerat, als Suite, wie man heutzutage so schön sagen würde, haben wir natürlich auch das Red Studio. Delphi, C++-Builder sind noch einzeln zu erwerben als Suite, als Konglomerat, als sogenanntes Red Studio. Es ist natürlich auch weiterhin eine der besten IDEs, um Windows-Desktop-Anwendungen zu erzeugen. Dafür lege ich wirklich meine Hand ins Feuer. Also da kommt im Prinzip keiner dran ran. Natürlich, ich muss das als Herstellervertreter sagen, aber es ist auch objektiv wirklich eine der besten, wenn nicht gar die beste IDE integrierte Entwicklungsumgebung, um Desktop-Anwendungen für Windows oder auch mobile Anwendungen für andere Plattformen zu erzeugen. Wir haben ganz klar den Aspekt der Cross-Plattform-Entwicklung für das Design, Coding, Debuggen und Testen, für Anwendungen und Apps, nicht nur für Windows, sondern auch für Android, für macOS, für iOS und auch mittlerweile für Linux, mit entsprechender GUI-Framework-Unterstützung, die es mir ermöglichen, mit einem gemeinsamen Quelltext, mit einem gemeinsamen GUI-Design, aber auch mit spezifischen Anpassungen für die entsprechenden Plattformen, aus einem Projekt, aus einem Quelltext unterschiedliche Kompilate zu erzeugen. Wir haben alle modernen Funktionalitäten innerhalb des Red Studios. Ja, das heißt, von den Sprachfunktionalitäten, was C++ betrifft, sind wir bei C++ 17. Also von daher eine sehr breite, moderne IDE und Sprachunterstützung im C++-Bereich. Die andere Sprache, die wir unterstützen, ist die Delphi-Sprache, ein Object-Pascal-Derivat, was mittlerweile auch schon knapp 25 Jahre alt ist und sich in der Industrie sehr weit verbreitet hat. Aber auch hier haben wir moderne Aspekte wie Generics, anonyme Methoden und alles, was dazugehört, um unterschiedliche Technologien abzubilden. Wir haben natürlich in der IDE mit dem entsprechenden Klassenframeworks, mit den entsprechenden Bibliotheken eine sehr breite Unterstützung, nicht nur für Oberflächenanwendungen, sondern natürlich auch für Serviceanwendungen, Diensteanwendungen, Daemons, die man schreiben kann, bis hin natürlich auch zu den Möglichkeiten, auf höher liegenden Technologien mit anderen Servern zu kommunizieren, selber Server zu erstellen auf REST und JSON oder aber auch das IoT, das Internet der Dinge oder aber auch Cloud-Plattformen anzusprechen. Also im Prinzip alles, was man sich irgendwo vorstellen kann, was man benötigt für klassische Desktop- und aber auch Serverentwicklung. Da bietet das Red Studio ein sehr breites Spektrum, was sich natürlich auch in unterschiedlichen Editionen, in unterschiedlichen Sprachen darstellt. Eine sehr moderne, praktische, nützliche, produktive IDE mit einem sehr umfangreichen GUI-Framework, um auch Client-Anwendungen sehr schnell zu designen, auch für unterschiedliche Plattformen.
Schnelle visuelle Entwicklung ist eine der Kernkompetenzen vom Red Studio, vom Delphi, von C++ Builder. Das heißt, man hat wirklich vorgefertigte Komponenten, die man in einem visuellen Formulardesigner zusammenstellt, die man zusammen gruppieren kann, anordnen kann, automatisch ausrichten kann, alles, was das Herz begehrt, um eine schnelle Anwendungsentwicklung für den GUI-Bereich zu haben und natürlich auch hier die entsprechenden Bibliotheken, Frameworks für die Backend-Entwicklung, die von Haus aus mitgeliefert werden. Alles unter dem Aspekt von Cross-Plattform, Windows, Mac, Mobile, mittlerweile auch Linux, dass man also wirklich eine sehr umfangreiche Zielplattform hat. Da werden wir gleich einige Neuerungen auch noch sehen, neue Compiler, dazu später noch einiges mehr. Kurzer Rückblick, was haben wir im Jahr 2019 alles heute schon ausgeliefert? Ja, es gab natürlich auch das 10.3.1er Release im Februar 2019, was einige Neuerungen mitgebracht hat. Im Juli 2019 das 10.3.2 Release und jetzt im November 2019 das 10.3.3 Release. In jedem dieser Releases haben wir neue Funktionalitäten, neue Compiler, neue Updates, natürlich auch Bugfixing betrieben, um das Produkt immer weiter nach vorne zu bringen. Generell heißt das Produkt 10.3 Rio, also wir haben an der Stelle immer neben der Versionsnummer 10.3, was ein Major Release ist, 10.2, 10.3, 10.4, auch immer die entsprechenden Releases, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 aktuell mit einem Städtenamen verbunden. Aktuell heißen wir an der Stelle Rio. Vorher war es halt eben Tokio, es kam mal Berlin, Seattle und was da kreucht und fleucht. Neu haben wir auch hinzugefügt vor einiger Zeit das C-Data Core Pack. Das sind Komponenten, vorgefertigte Komponenten, die es mir ermöglichen, sehr universell, sehr schnell und sehr, ja, ich sag mal, standardkonform, respektive für den Entwickler sehr leicht zugänglich auf Backend-Dienste zuzugreifen. Die sogenannten Enterprise Connectors, die fast jegliche Backend-Systeme ansprechen können. Ob das jetzt Social Media ist, ob das irgendwelche E-Commerce-Plattformen sind, ob das an der Stelle auch ERP-Systeme, CRM-Systeme sind, die haben wir in der kleinen Edition. Die Enterprise-Konnektoren gibt es in einer kleinen und einer großen Edition. Die kleine Edition liefern wir allen bestehenden Enterprise- und Architekt-Kunden kostenfrei mit aus. Auch eine sehr schöne Ergänzung, die wir hier im Jahr 2019 dem Produktportfolio hinzugefügt haben. Die wesentlichen Neuerungen, die es in 10.3.1 gab, waren natürlich auch die Unterstützung für iOS 12, was natürlich Anfang des Jahres noch aktuell war. iPhone X Series, das heißt, also auch die neuen Bildschirmauflösungen, die entsprechenden, ja, ich sag mal, Notches auszusparen, die entsprechende Statusleiste mit automatisch einzublenden. Da haben wir Änderungen in 10.3.1 durchgeführt. Wir haben unseren Backend-Server, den sogenannten Red-Server, mit einer neuen Management-Konsole ausgestattet, die auf einem modernen, ja, JavaScript-Framework, dem XJS von Censure aufgesetzt hat, hat halt eben den Vorteil, dass die Konsole deutlich hübscher aussah, war funktionaler, hat mehr Interaktion, mehr Übersicht auch gegeben. Das war also schon eine recht brauchbare Erweiterung. 10.3.1 fügt natürlich noch neuere Firebird-Versionen hinzu, explizit Firebird 3 und Firebird Embedded. Wir haben neue Stile, also neue visuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die man komplett über eine Anwendung stülpen kann. Das heißt, ich möchte meine Anwendung einfach in einem grün-schwarzen Look erscheinen lassen oder halt eben auch in einem hellblauen, weißen Look erscheinen lassen. Sogenannte Stile, die man komplett über die Anwendung drüber stülpen kann, ohne dass man dafür programmieren muss. Da haben wir neue Stile ausgeliefert, in der Produktivität der IDE Verbesserungen hinzugefügt und natürlich eine Vielzahl von Bugs. Entschuldigung, Issues, wie der Amerikaner so schön sagt, hier in dem Produktrelease verbessert.
10.3.2, was wir ja vor einiger Zeit im Juli rausgebracht haben, hatten den lang erwarteten macOS 64-Bit-Compiler rausgebracht. Auch C++ 17 für Windows 64-Bit. Also da haben wir an den Compilern wirklich rumgeschraubt, neue Compiler hinzugefügt in diesem Release. Wir haben auch die zugrunde liegende Code-Vervollständigung innerhalb von C++ auf das Language-Server-Protokoll umgestellt, mit einigen Verbesserungen und neuen Funktionen. Auch da sind wir immer noch wieder dabei, das Ganze auszubauen. Da gibt es sicherlich noch einiges Potenzial, ich sag mal so frei. Aber im Großen und Ganzen haben wir da schon den Schritt in die richtige Richtung gemacht. Den Red Server haben wir mit Experten ausgestattet und im Allgemeinen Deployment-Verbesserungen eingefügt. Android Push Notification auf Basis von Google Firebase. Firebase ist ja mittlerweile der präferierte Weg innerhalb des Google Android-Ökosystems, seine Push Notifications, aber auch generell allgemein Services rund um Google zur Verfügung zu stellen, dass man sich eine Google Services JSON-Datei importiert und die Anwendung weiß darum, wie Push Notifications, wo Speicherbereiche und so weiter sind. Das haben wir mittlerweile mit drin für den Bereich der Push-Notifications. Und wir haben in 10.3.2 auf auch FMX Linux zur Verfügung gestellt. Damals noch die Version 1.4.1, mittlerweile sind wir bei 1.4.4. Das heißt, das komplette GUI-Framework von FireMonkey mit all seinen Komponenten für seine Anwendungsentwicklung von Desktop-Anwendungen kann ich dann auch einfach auf Linux kompilieren. Das heißt also nicht nur für Windows, nicht nur für Mac Desktop, sondern auch für den Linux Desktop, was von vielen Kunden hier an der Stelle durchaus positiv aufgenommen worden ist. Klar, Linux Compiler nur in der Enterprise Edition. Dazu später noch einiges mehr. Auch in 10.3.2 haben wir wieder viele Bugfixes mit einfließen lassen an der Stelle. Ja, über 400 Qualitätsverbesserungen, die von Kunden gemeldet worden sind. Und das war der Stand von Juli 2019. Das kann man natürlich verbessern, das kann man erweitern, das kann man ergänzen. Und deswegen sind wir heute beim Red Studio 10.3.3. Also das dritte Release aus der Rio-Reihe, 10.3 als Rio-Reihe, Punkt 3, das dritte Release, respektive ja, das vierte, wenn man das RTM-Release mit hineinnimmt. Da gibt es wesentliche Neuerungen im Bereich auch wiederum der Compiler. Wir haben einen Android 64-Bit-Compiler mit hineingebracht. Google verlangt ja für den Google Play Store mittlerweile die Einreichung von 32-64-Bit-Application-Bundles, wie man so schön sagt. Diese Application-Bundles erlauben es einem oder erlaubt es Google, die passend für das Gerät, was im Google Play Store eine App herunterladen will, die passenden Bits und Bytes auszuliefern. Es wird dann auch erst auf Serverseite, auf Google Play Store-Seite signiert an der Stelle. Aber Google verlangt das an der Stelle ab seit dem 1. August diesen Jahres. Da kamen unsere Entwickler ein wenig in Bedrängnis. Wir haben dann erreicht, dass Google hier noch eine Extension erlaubt. Das heißt, für bestehende Anwendungen hatte man noch die Möglichkeit, wieder Updates auch nur in 32-Bit einzureichen, wenn sie denn mit dem Red Studio erzeugt worden sind. Ja, wir sind da nicht alleine. Adobe hat da was, Xamarin hatte da auch was, soll eine Extension. Aber 32-Bit ist definitiv nicht die Zukunft. Auch da kann man abends beim Bier drüber streiten. Dazu gleich noch einige wichtige Bemerkungen von meiner Seite, was Android und 64-Bit betrifft. Wir haben macOS Catalina mittlerweile mit drin für die Delphi-Compiler, für die Delphi-Toolchain und auch den vollwertigen iOS 13 Support. Apple gibt halt eben im Herbst neue Betriebssysteme raus. Gut, neue iOS-Version, neue macOS-Version. Das müssen wir unterstützen. Das natürlich auch mit dem 64-Bit-Compiler für Catalina, mit entsprechender iOS-Unterstützung, die wir schon seit Jahren auf 64-Bit haben. Neu in 10.3.3 ist auch der sogenannte Red Server Docker Support. Das heißt, wir liefern vorgefertigte Skripte oder aber auch auf dem Docker Hub komplette Container an, die man sich in einer entsprechenden Umgebung einfach installieren kann. Docker Pull, bla bla bla, wie heißt es? Red Studio, mein entsprechendes Red Server Docker Image kann ich dann einfach in einem Docker Container betreiben. Docker ist einfach eine Technologie, eine Virtualisierung.
Übertragungstechnologie mit gescherten Ressourcen, um jetzt nicht ja zu weit auszuholen. Das ist eine sehr interessante Technologie, wenn es darum geht, dass ich Anwendungen einfach als Paket irgendwo betreiben möchte, nicht als direkte virtuelle Maschine auf einem Hypervisor, sondern halt eben mit gescherten Ressourcen des Betriebssystems, was halt eben auch Performance ausmacht. Docker-Container läuft, kann halt eben auch Daten speichern, Docker-Container wird geschlossen, alle Daten weg. Dafür gibt es dann halt eben wieder Möglichkeiten, gemeinsame Speicherbereiche und sowas alles einzurichten oder auch Ports für das Forwarding, Port 80, 80, 80, 443 oder 50, 60, was das Herz begehrt, um entsprechende Kommunikation nach außen zu haben und auch die Persistenz eines entsprechenden Docker-Containers. Nutze ich zu Hause auch, tolle Sache. Kann man wirklich ganz gut mitarbeiten. Im Bereich von App-Tethering haben wir Verbesserungen. Wir haben im Bereich der C-Lang-Compiler für den C++-Builder Qualitätsverbesserungen und generell auch einige weitere IDE-Verbesserungen. Erster Schritt, ja gut, da hatte ich schon mal ein bisschen was erzählt. 64-Bit wird gefordert vom Google Play Store. Also man muss mittlerweile bei Updates oder auch bei neuen Apps für den Google Play Store diese Anwendung in 32- und auch 64-Bit einreichen. Da haben wir den passenden Compiler nachgeschoben für Delphi, stand hier und heute. Erlaubt allerdings auch das Erzeugen von sogenannten Android Application Bundles, AABs, zeige ich gleich auch noch, wo man das findet. Der neue Delphi Compiler für Android 64-Bit ist, generell auf der gleichen Architektur wie auch die anderen Mobile Compiler. Das heißt, sie sind weiterhin ARC-basierend, Automatic Reference Counting. Das heißt, habe ich irgendwo mein Create, arbeite mit meinem Objekt und ich verlasse den Scope meiner entsprechenden Gültigkeit, wird das Objekt automatisch zerstört. Automatic Reference Counting, das heißt, gibt es keine Referenz mehr auf das Objekt, wird es dann auch automatisch zerstört. Und das ist das klassische Modell für die mobilen Compiler. In 10.4, dem nächsten Release vom Red Studio, was wir Anfang nächsten Jahres erwarten, werden wir ARC abschaffen, aber für Kompatibilität, für Migration, für Kompatibilität zu Android 32-Bit, zu iOS und aber auch den anderen mobilen Compilern im Allgemeinen haben wir das beim ARC-Modell belassen. Natürlich, der neue Delphi Compiler hat eine breite RTL-Unterstützung, FireMonkey-Unterstützung, auch entsprechende FireDAC-Unterstützung. Also FireDAC steht für Data Access Components, um auf entsprechende Datenbanken zuzugreifen. Das ist natürlich auf dem Android-Gerät entweder SQLite oder Interbase. Dementsprechend haben wir auch eine passende Interbase-Variante mit für Android 64 mit gebundelt ausgeliefert. Generell im Zuge der 64-Bit-Entwicklung des Android 64-Bit-Compilers für Delphi haben wir natürlich auch am FireMonkey Android für 32 und 64-Bit geschraubt. Ja, da gibt es natürlich auch wiederum Kundenrückmeldungen, dankenswerterweise. Danke an der Stelle für alle die, die auf quality.embarcadero.com hier entsprechende Hinweise gegeben haben, die wir auch in das 10.3.3-Release mit haben einfließen lassen. Gut, kurze Demo dazu. Gehe ich mal hier in meine Entwicklungsumgebung, sage an der Stelle einfach mal geräteübergreifende Anwendung. Ich mache das hier alles live, also man sieht es hier unten auch am Datum Uhrzeit. Das ist ja also nicht aufgezeichnet, das ist hier wirklich alles live. Was haben wir jetzt hier für Zielplattformen? Ja, im Prinzip den kompletten Rutsch. Neu ist halt eben Android 64, was ich jetzt an der Stelle auch mal starten kann. Gucken, ob ich denn hier auch schon ein Gerät mit dabei habe. Aktuell habe ich hier noch kein Gerät dran, obwohl ich es angeschlossen habe. Dann sage ich mal einfach, mein Android-Gerät möchte ich hier anschließen. Dann tackert er hier ein bisschen und dann findet er auch mein TA1033. Das ist ein Nokia 6. Ich kann das Nokia 6 natürlich hier auch sharen und das möchte ich an der Stelle auch mal tatsächlich machen, damit Sie auch mal sehen, was jetzt hier auf dem Gerät drauf ist. Das ist also jetzt hier ganz normal über Screensharing, Wi-Fi geht das hier rüber. Ich starte mal eine Anwendung, die heißt AIDA64. AIDA64 ist
im Prinzip erstmal nur ein normales Systemprogramm für Android-Geräte, und gibt mir jetzt ein paar Informationen dazu, gibt mir im Notfall auch mal unten ein bisschen Werbung. Wichtig ist hier die CPU-Lasche. CPU-Lasche sagt jetzt hier, was für ein Prozessor da drin ist, bla bla bla. Aber ich sehe hier auch den Befehlssatz 64-Bit ARM V8. Das ist das, was die CPU kann. Und dementsprechend natürlich auch die ABIs. Das heißt, ich habe hier an der Stelle auch Application Binary Interfaces. Was ich denn hier habe, das Gerät kann 64-Bit. Das heißt, nicht nur die CPU kann 64-Bit, sondern auch die entsprechende Programmschnittstelle kann 64-Bit. Also auf diesem Gerät könnte ich eine Android 64-Bit-Anwendung machen. Warum erwähne ich das? Das ist nämlich relativ selten. Innerhalb der Beta-Phase gab es relativ viele Kunden, die haben gesagt, ja, ich kriege mein Android 64 nicht zum Laufen, bla bla, Embarcadero ist schuld. Nee, sind wir an der Stelle nicht oder Gott sei Dank nicht oder je nachdem, wie man sieht. Viele Geräte, ungefähr die Hälfte aller Android-Geräte, haben entweder keinen 64-Bit-Prozessor oder keine entsprechende 64-Bit-API, ABI. Binary Interface, um 64-Bit-Anwendungen laufen zu lassen. Deswegen sollte man sich davon erstmal überzeugen, dass das Ganze denn auch funktioniert und dass es nicht unbedingt per Definition gegeben. Klar, wenn ich irgendwo das Neueste, Schönste, Beste, Samsung Galaxy, Nokia kann ich übrigens im Allgemeinen sehr empfehlen in diesem Kontext. Wenn ich diese anwende, wenn ich den schönsten, neuesten, besten Geräte dazu habe, dann kann ich damit arbeiten. Gut, wie sieht das jetzt aus? Klitzekleines Beispiel. Ich füge mal einfach hier eine Schaltfläche ein. Ja, momentan Lock and Feel Android kann ich jetzt natürlich auch umstellen. Was haben wir hier? Ein Android 5 Zoll Phone, wenn man das hier irgendwo machen kann. Soll jetzt nichts Großartiges werden. Ich möchte einfach nur die Bittigkeit ausgeben. Show Message Size of von einem Pointer. Das heißt, im Idealfall sollte er mir jetzt angeben, wie groß ist ein Pointer? Kann man jetzt ausrechnen, 64-Bit durch 8. Da war irgendwas mit 8. Das sollte er jetzt an der Stelle ausgeben. Eine kleine Neuigkeit in der IDE, die mir sehr gelegen kommt, ist, das ist hier oben. Das sieht man hier relativ schlecht, aber dieser Punkt. Was heißt dieser Punkt? Der Punkt heißt, diese Unit wurde verändert. Ich speichere den ganzen Quatsch einfach mal. Unit 1 ist ein toller Name und Project 1 ist auch ein toller Name. Wenn es nicht verändert worden ist, ist es sofort dieses Schließen-X. Wenn ich jetzt hier eine Änderung durchführe, wird es zu einem Kreis. Ist relativ platzsparend, was ich gut finde. Bleibt natürlich weiterhin die Problematik, wenn ich irgendwie insbesondere sehr kurze Unit-Namen habe, dass ich vielleicht mal irrtümlich auf das X drücke und die Unit wird geschlossen. Aber wenn sie gespeichert ist, klar, dann kann sie auch geschlossen werden. Ärgerlich, dass sie an der Stelle vielleicht dazu ist, aber wenn sie noch nicht gespeichert worden ist, dann fragt er jetzt an der Stelle nach. Gut, Build-Konfiguration, Debug Release, was auch immer. Ich sage an der Stelle mal einfach Release und feiere das mal ohne Debugging aus. Es dauert jetzt leider Gottes einen kleinen Augenblick. Gibt mir jetzt Zeit, einen Schluck Kaffee zu nehmen. Ja. Und das Problem sitzt mal wieder vor dem Monitor. Ich sollte das Ganze auch in einen String konvertieren. Gut, nachdem der Kaffee dann vielleicht auch mal anschlägt, im Sinne von, dass er dann nun wirkt, wird das ganze Projekt kompiliert, wird es jetzt an der Stelle auch gelingt. Es geht noch relativ zügig. Dann entsprechend die Weitergabe, die Installation des Programms und so weiter und so fort. Das wird jetzt hier alles durchgerödelt. Hier auf meinem Android-Gerät sollte das dann auch früher oder später dann auch mal als Project 1 irgendwo erzeugt werden. Ich will hoffen, er kann es installieren. Ich sehe nämlich gerade, ich habe hier schon ein Project 1. Nicht, dass es irgendwo hier als neue Version oder als Update versucht wird zu installieren. Aber das sieht soweit in bester Ordnung aus und das Projekt sollte jetzt auch an der Stelle hochkommen. Da haben wir es dann auch. FireMonkey wird gestartet, respektive der FireMonkey Splash Screen wird gestartet. Ich sehe jetzt an der Stelle auch schon hier meinen Button. Das dauert hier ein bisschen und 8 wird mal ausgegeben. Hurra, Size of Pointer, to String. Ich darf es an der Stelle nochmal erwähnen, das 8. Also wir haben hier wirklich ein 64-Bit-System. Wie kann ich jetzt aus dem ganzen Lumpatsch natürlich auch irgendwie ein kombiniertes
kombiniertes Paket bauen, wenn ich das Ganze hier für den Anwendungsstore baue und in die entsprechenden Projektoptionen hineingehe. Android 64-Bit haben wir jetzt hier als Ziel. Ich gehe also hier einfach mal in die Projektoption mit hinein. Dann kann ich auch auf Wunsch denn entsprechenderweise auch ein Android-Paket bauen. Dazu kann ich auch einfach mal suchen, Android-App-Paketdatei erzeugen. Und das findet sich hier in einem relativ versteckten Release-Konfiguration Android 64-Bit, relativ versteckten Umfeld. Aber ich habe hier das recht zügig auch über die integrierte Suche der Projektoptionen gefunden. Und wenn ich das Ganze jetzt nochmal einmal durchkompiliere, ohne es jetzt hier zu deployen, dann bekomme ich auch ein passendes Paket, was ich dann auch für den Anwendungsstore mit hineinbringen kann. Klar habe ich jetzt noch keinen Keystore und so weiter und so weiter, die entsprechende Weitergabe mit inkludiert. Aber, und das ist halt eben das Schöne bei Android 64-Bit, es ist nicht allzu viel Umstellungsaufwand. Wir haben in den entsprechenden Online-Dokumentationen natürlich auch ein paar Hinweise zum Android 64-Bit-Compiler, worauf muss man achten. Ja, 64-Bit ist halt eben mit allem, was dazugehört, auch mit einigen Dingen zu beachten. Aber im Groben und Ganzen ist es jetzt nicht so furchtbar kompliziert. Und früher oder später sehe ich dann hier auch die entsprechenden APK-Dateien, die ich jetzt hier an der Stelle erzeugt habe, 10.27. Und irgendwo sollte dann auch mal eine entsprechende große Deployment-Datei sein. Wenn ich das dann weitergebe, genau das war der Punkt, muss ich dann auch nochmal weitergeben. So viel zum Thema Android 64-Bit. Haben wir dann auch gesehen, hier haben wir das an der Stelle nochmal als Übersicht. Zwei Dinge, die es zu beachten gibt. Ja, okay, beim Provisioning, das muss ich jetzt an der Stelle nochmal ausfüllen, will ich hier jetzt an dem Bildschirm erklären. Links sieht man hier auch nochmal Delphi Compiler unter Erzeugen, Delphi Compiler Kompilierung, Android App Paket erstellen, ARM und ARM64. Muss ich auf True schalten, Schritt für Schritt Anleitung ist natürlich auch hier mit dabei gegeben, habe ich innerhalb der Bereitstellung Provisioning auch den entsprechenden Keystore mit hineingebracht, den ich mich vielleicht vor einiger Zeit mal erzeugt habe. Ja, mein Keystore, das habe ich gestern gesehen, als ich hier Folien gebaut habe, der ist schon von 2015, aber immer noch gültig. Das ist das Schöne bei Google, da muss ich nur einmal was bezahlen. Ich weiß gar nicht, waren es $25 oder sowas. Und ich kann weiterhin deployen. Das ist alles in bester Ordnung. Dann wird auch das passende Paket erzeugt, was ich ja vorhin logischerweise nicht gefunden habe. Gut, weiter wichtiger Punkt innerhalb der Compiler-Technologie für 10.3.3 ist macOS 64-Bit Catalina-Unterstützung. Das kann ich jetzt im Prinzip im Idealfall auch nur, ja, ich sag mal, im trockenen Umfeld zeigen. Ich habe irgendwo eine virtuelle Maschine mit Catalina, aber auf meinem Hauptsystem habe ich noch kein Catalina installiert. Aus Gründen, wie man so schön sagt, Teile der Begründung würden Sie verunsichern. Nein, ich bin auch kein Fan von Catalina. Ich habe es zu Hause mal auf dem Mac installiert. Mac, den ich halt eben nicht mehr so brauche, sage ich mal so frei. Ja, gut, sieht ein bisschen anders aus, ein paar Dinge fehlen. 32-Bit-Support ist bei Catalina komplett weggefallen, also muss man da schon 64-Bit entwickeln. Aber auch viele Anwendungen, die im Laufe der Jahre mehr lieb geworden sind, sind vielleicht noch 32-bittig. Da habe ich tatsächlich noch so ein, zwei Dinge. Da müsste ich drauf verzichten. Das Dashboard gibt es nicht mehr. Das nutze ich für ein paar andere Dinge. Also Catalina habe ich noch nicht unterstützt. iOS 13, klar, iOS-Geräte, die habe ich natürlich mit dabei. Da habe ich natürlich auch gleich die Möglichkeit, Ihnen auch was zu zeigen. App Store-Anwendung auf Basis von iOS 10 inklusive Dark Theme. Das heißt, ich weiß gar nicht, was haben wir aktuell bei iOS 13? iOS 13.2.3 ist, wenn ich mich nicht irre, hier ganz aktuell. Das ist auch das 13.2.3. Das ist auch das, was ich hier installiert habe. Dark Theme Support on the fly umswitchen, zeige ich Ihnen gleich auch. Und wir haben natürlich auch macOS App Store inklusive Notarization Support. Das heißt, das sind eigentlich zwei verschiedene Dinge. Entweder kann ich für den Mac App Store mit 64-Bit, mit entsprechender Zertifizierung an der Stelle arbeiten. Oder
Wenn ich diese Anwendung nicht in den Mac App Store auf die Apple Server hochladen will, dort verkaufen möchte oder kostenfrei zur Verfügung stelle, oder ich möchte meine Anwendung ganz normal auf meinem Webserver www.meinefirma.de/download/tolleanwendung.pkg, also eine Package-Datei, wie man üblicherweise für oder DMG-Datei, wie man üblicherweise für macOS baut, zur Verfügung stellen. Aber Catalina setzt voraus, ja, diese Anwendung muss notarisiert werden. Notarization Support. Das bedeutet, sie muss von Apple automatisiert überprüft werden. Das heißt, ich lade das Ding hoch nach Apple, Apple guckt halt eben nach, ob ein paar Dinge drin sind, kommt mit dem Stempel aus meinem entsprechenden Developer-Zertifikat mit da drauf, was ich dafür brauche, muss mir dafür auch noch ein Passwort auf der Apple-ID anlegen. Das ist also recht hübsch bei uns in der Online-Dokumentation mitgemacht. Zeige ich aber auch gleich, wie das geht. Notarization, das habe ich gestern mal durchgeführt. Da sieht man jetzt auch, ja, genau, Beglaubigung wird ausgeführt, kann einige Zeit dauern. Das dauert auch tatsächlich ein paar Minuten. Das heißt, im Hintergrund wird das automatisiert aus der IDE von Delphi aus zu Apple hochgeladen. Es wird dann auf der Apple-Seite geprüft und irgendwann kommt da mal das Okay von Apple. Der Beglaubigungsstatus wird dann ständig im Hintergrund überprüft und wenn ich alles richtig gemacht habe, bekomme ich sogar eine E-Mail. Hier sieht man rechts einfach den Screenshot von dieser E-Mail. Ich habe hier ein paar Passwörter und sowas alles überdeckt. Die Request Identifier, ja, herzlichen Glückwunsch, das Projekt heißt Project 1, da kann ich gerade eben noch mit leben. Und da kommt dann irgendwann mal an meine Apple-ID, was eine GMX-Adresse ist, das sieht man hier ja, dann auch eine E-Mail. Das sollten wir auch gleich soweit hinkriegen. Schauen wir uns aber erstmal den Dark Theme Support für iOS an. Das Alte wollen wir mal nicht speichern. Size of Pointer to String. Okay, kann ich mir gerade eben noch merken. Es gibt einen wichtigen Hinweis dazu. Wenn ich jetzt hier an der Stelle irgendwo meine iOS-Anwendung bauen will mit automatischem Dark Theme Support, dazu braucht man einen Patch. Man höre und staune. Ich öffne mal im Browser meiner x-beliebigen Wahl. Da gehe ich zum Beispiel auf cc.embarcadero.com/rec/delphi. Öffne diese Seite und je nach Geschwindigkeit der Bits und Bytes gibt es ja den iOS Dark Theme Patch. Da steckt jetzt nicht allzu viel dahinter. Das ist einer von zwei Patches, die wir schon für 10.3.3 ausgeliefert haben. Ho, ho, ho. Also die Entwicklung geht weiter. Es ist im Prinzip einfach nur eine Datei. Und zwar eine Pascal-Datei. Die muss ich hier im Notfall meinem Projekt hinzufügen. Also das heißt, hinzufügen muss ich jetzt irgendwas machen. Und das ist die FMX-Plattform iOS.pass. Die muss ich meinem Projekt hinzufügen. Da gab es nämlich ein kleineres Problem. Das sieht man jetzt an der Stelle auch. Was ist dahinter und so weiter und so fort. Schon ein bisschen Quelltext und die erlaubt das automatische Umschalten. Habe ich diese dem Projekt hinzugefügt? Klar, muss ich natürlich auch nur bei iOS-Projekten und so weiter und so fort. Dann kann ich das Ganze kompilieren. Was für ein iOS-Gerät haben wir denn jetzt dahinter? Da haben wir ein iPhone 11 dahinter. Und das ist soweit angeschlossen. Natürlich auch hier, ich gehe mal eben kurz raus über den PA-Server. Ja, da sieht man, da habe ich schon mal ein paar Sachen hier vorhin nochmal ausprobiert. Habe hier noch ein paar Informationen mit Verbose aktiviert. Habe meine IP-Adresse, sollte soweit in Ordnung sein. Und momentan auch noch klein verbunden. Android. Hatten wir, jetzt machen wir iOS, iPhone 11, bla bla bla. Das eigentliche Formular, das ist jetzt nichts Besonderes, das sind einfach nur ein paar optische visuelle Elemente, sage ich mal. An Programmtext selber liegt da jetzt auch nichts dahinter. Kann ich immer irgendwie in den Implementation-Teil gehen, nichts dahinter. Gut. Aber, und darum geht es mir jetzt an der Stelle, ich gehe mal hier wieder auf die Toolbars, starte das Ganze mal. Das ist jetzt als Debug-Konfiguration. Auf jeden Fall iOS 64-Bit-Device. Er sagt jetzt hier, ups, was haben wir denn da? Bin ich wohl über die Tastatur gefallen.
Ja, Linken klingt schon besser als kompilieren. Er soll es jetzt auf das iPhone-Gerät hier übertragen. Auch hier habe ich das frei nach Jean-Pütz schon mal vorbereitet. Das heißt, auch hier hatten wir ja vorhin das Android-Gerät. Weil es so schön ist, kann ich hier auch noch eine Bildschirmsynchronisation von meinem iOS-Gerät machen. Okay, da haben wir es dann auch. Und da sieht man dann, ach, irgendwelche Leute wollen wieder was von mir. Und im Idealfall wird das jetzt hier auch weitergegeben. Da wird hier das signiert und so weiter und so fort. Sprich, der PA-Server rattert hier ein bisschen. Da sieht man eigentlich schon, da habe ich das Mobile Controls schon mit drin. Und das ist jetzt auch soweit gestartet. Okay, wie gesagt, es geht nicht darum, dass hier irgendwie was Tolles oder Schönes drin sein muss. Es geht mir einfach nur um das dynamische Umschalten iOS 13. Klar, ist ein iOS 13 Gerät. Ich gehe mal kurz in die Einstellung. Hier sieht man, 13.2.3 ist momentan meine Einstellung bzw. meine iOS-Version. Jetzt schalte ich mal um auf Dunkel. Wird alles dunkel. Herzlichen Glückwunsch, kann man abends beim Bier stundenlang drüber streiten. Aber ich wechsle jetzt einfach mal die Anwendung über den Task-Switcher. Klar, da ist sie jetzt noch. Das ist halt eben das, was iOS als letzten Screenshot hier hat. Hier mit in hell dargestellt. Aber wenn ich sie jetzt aktiviere, ist sie halt eben automatisch schwarz. Klar, ich kann sie schließen, ich kann sie wieder neu starten, dann ist sie natürlich auch automatisch in schwarz. Schalte ich hier wiederum auf Anzeigehelligkeit auf das helle Design um, schalte ich hier wieder zurück. Gut, haben wir das an der Stelle auch soweit gehabt. Ist relativ gut gelungen, muss ich sagen. Also funktioniert völlig problemfrei. Auch das dynamische Hin- und Herschalten zwischen den Controls, je nachdem, wie man das auch immer haben möchte. Schön ist es jetzt nicht, diese Anwendung, aber dafür selten. Aber generell das Hin- und Herschalten. Und darum ging es mir an der Stelle auch. Die Systemeinstellungen, die gehen immer wieder einen Tick zurück, aber damit kann ich jetzt an der Stelle leben. Zweiter Punkt ist halt eben auch der Notarization Support. Ich sage an der Stelle mal alles schließen. Wollen wir das speichern? Ja. Wenn ich hier über die Tastatur gefallen bin, wollen wir das haben. Notarization Support, auch hier kann ich jetzt einfach mal das prinzipiell in den notwendigen Einstellungen zeigen. Anwendung brauche ich jetzt hier nicht. Ich könnte hier einen fetten Label reinsetzen und hier an der Stelle einfach mal den Text verändern. Ich sag mal Notarization. Und mit entsprechenden Text-Settings, ja, kann ich ein bisschen größer machen und so weiter und so fort. Will ich ja eigentlich auch gar nichts mit dabei haben. Gut, Notarization, das soll jetzt meine Anwendung sein, die notarisiert wird. Dazu muss ich auch wiederum in den Projekteinstellungen, natürlich, ja, ich wähle das ganz gerne hier direkt schon mal als Plattform aus, einige Einstellungen machen. Für welche Konfiguration? Nicht normal, sondern Entwickler-ID. Das heißt, ich signiere meine Anwendung mit meiner Entwickler-ID und diese muss ich jetzt natürlich auch bekannt geben, wo sie denn hin soll. Da sage ich jetzt innerhalb der innerhalb Bereitstellung Provisioning, Debug-Konfiguration, gut, will ich damit arbeiten, natürlich irgendwo früher oder später mit der Release-Konfiguration, meine Apple-ID, also zum Beispiel hier meine Apple-ID, MIcing@ irgendwas, mein App-spezifisches Passwort, das muss ich mir generieren lassen auf der Apple-ID-Seite. Gehe ich da mal eben kurz rein. Ja, ich bin da momentan nicht angemeldet. Könnte man einfach in den Browser gehen. Sage jetzt einfach mal apple-id.apple.com. Da ist ein One-Time-Kennwort. Dann kennen Sie jetzt auch alle meine Apple-ID. Das ist MIcing@gmx, mit dem entsprechenden Kennwort. Jetzt meckert er natürlich, ja, ich will das erlauben und das ist mein Zwei-Faktor-Autorisierung. Wenn ich jetzt schneller bin als Sie, gut, dann ist der Faktor auch verbraucht. Jetzt bin ich da drin in meiner Apple-ID und da kann ich im Bereich meiner Account-Sicherheit ein Passwort erstellen. Kann das jetzt irgendwo mal nennen? Ich sage einfach mal Webinar und dann wird mir jetzt hier ein Kennwort erstellt. Blablabla. Bitte jetzt nicht mitschreiben, können Sie sowieso nichts machen, brauchen passende Apple-ID, Kennwort und so weiter und so fort. Nicht mitschreiben, aber das kann ich mir jetzt kopieren.
Command C und dann hier amising@gmx.de und das app-spezifische Kennwort kann ich hier eingeben. Und dann brauche ich noch das Anwendungszertifikat. Das Anwendungszertifikat kann ich mir generieren, zum Beispiel in Xcode direkt. Könnte ich natürlich auch auf meiner developer.apple.com-Account kann ich das generieren. Ich kann es aber auch in Xcode direkt generieren. Da könnte ich jetzt ein oder mehrere Anwendungs-Developer-ID-Application mit hineinbringen. Man sieht, ich habe die gestern generiert, da habe ich eins gemacht und dann halt eben eins wieder gelöscht. Was muss ich da machen? Developer-ID-Application generieren. Kann ich entweder hier oder halt eben auf meinem developer.apple.com-Account, wo ich ein passendes hinzufüge. Habe ich schon gemacht, und ich muss das auch als Zertifikatsnamen eintragen. Das Passwort lösche ich nachher wieder. Wie sieht das Ganze aus? Frei nach Jean Pütz habe ich das hier schon mal vorbereitet. Studio Project, wo hatten wir das? Demos Notarization. Ist im Prinzip genau das gleiche in grün. Wie vorhin auch schon gesehen, ich gehe hier nochmal in die Projektoption rein, da habe ich alles eingetragen und dann unter Bereitstellung Provisioning, da habe ich auch die Release-Konfiguration, macOS 64-Bit, Entwickler-ID, meine Apple-ID, mein App-spezifisches Passwort, Developer-ID-Application Matthias Eising. Das finde ich nämlich in dem Schlüsselbundverwaltung. Und da finde ich dann auch die Zertifikate Apple Development Matthias Eising. Da habe ich das benutzt mit meinem entsprechenden Private Key und so weiter. Und ich gebe wirklich das Zertifikat so an, damit der es denn auch da findet. Apple Developer ID Application, Entschuldigung, Developer ID Application, das brauche ich. Wenn ich nämlich einfach nur Matthias Eising ersucht, Kontext, also wirklich nach dem String, wenn ich Matthias Eising da angebe, ambiguous, sagt er dann. Deswegen Developer ID Application Matthias Eising, das brauche ich hier. Developer ID Application Matthias Eising. Ich das jetzt soweit habe, jetzt das Release und so weiter mache, sage ich an der Stelle einfach mal Start. Ich starte den Prozess jetzt an der Stelle. Das funktioniert in 70, 80% der Fälle wirklich okay. Es kann aber auch durchaus sein, dass jetzt hier an der Stelle Apple die Server momentan mal wieder wartet. Das passiert ab und zu. Das sieht man auch auf developer.apple.com in den Foren relativ häufig, dass da mal irgendwo Probleme auftreten. Ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Er versucht jetzt hier wiederum auf meinen Schlüsselbund zuzugreifen. Man sieht hier an der Stelle auch, ja, da sehen Sie auch mein entsprechendes Kennwort und so weiter, dass jetzt diese Anwendung an der Stelle notarisiert wird. Er sagt jetzt hier auch, kann einige Zeit dauern. Ja, lassen wir jetzt mal laufen. Gut, im Idealfall läuft das dann hier im Hintergrund und alles prima. iOS Dark Theme Support haben wir mit drin. Red Server Weitergabe. Wir haben die Red Server Weitergabe, wie anfänglich schon mal erwähnt, deutlich vereinfacht über entsprechende Docker-Skripte. Docker-Pull Red Studio. Red Studio, so heißt der Account auch für Docker Hub. Da gibt es drei verschiedene Images. PA, Red Server, IB steht zum Beispiel für PA Server mit Red Server und Interbase. Gibt es allerdings auch andere, können wir uns gleich auch mal anschauen. Auf dem GitHub-Account gibt es auch die Skripte, dass man das ein bisschen automatisieren kann. Aber prinzipiell der Dreh- und Angelpunkt ist hub.docker.com. Und da gehe ich einfach mal an der Stelle rein. Explore Docker Hub. Ich bin hier einfach auf hub.docker.com gegangen, habe jetzt hier einfach nach Red Studio gesucht. Red Studio suchen. Okay, wenn man dann nochmal drückt, dann geht es dann auch. Red Studio PA Server IB, da gibt es auch nur den PA Server und dann PA Server mit Red Server ohne Interbase von Red Studio. Da gibt es eine Yaru Zafer, der hat das an der Stelle auch schon mal vor ein paar Jahren gemacht. Das sind eigentlich die vorgefertigten Docker-Image und hinter github.embarcadero.com auch entsprechende Skripte dazu, die man jetzt auch hier benutzen kann für die verschiedenen Versionen. Das nur so an der Stelle erzeugt. Ich gucke nur mal eben kurz, der ist immer noch dabei. Prima. Das haben wir mit drin. Die CData Enterprise Connectors sind inkludiert. Wie gesagt, das ist das kleine Paket von den Enterprise Connectors für alle Enterprise- und Architektkunden.
auch für Kunden, Bestandskunden mit einem aktuellen Wartungsvertrag. Die können sich hier über diese Webseite rec.codegear.com/SRS6/Promotion-JSPs, Fragezeichen Promo-ID 561, auch eine Seriennummer dafür anfordern. In dem kleinen Paket sind aber nichtsdestotrotz schon weit über 70 verschiedene Backend-Dienste drin. Was machen die Enterprise-Konnektoren? Ich habe irgendeinen Backend-Dienst wie Couchbase, wie SurveyMonkey, wie QuickBooks, wie Salesforce, wie PayPal, wie eBay und so weiter und so fort. Und ich möchte darauf zugreifen. Da muss ich mich im Allgemeinen mit einer REST-API oder einer XML-Datei und WSDL oder was auch immer herumschlagen. Die C-Data Enterprise-Connectors, die machen das sehr einfach. Die sagen einfach, ich habe hier irgendwo ein Backend, ich verbinde das und ihr bekommt ein Dataset. Ein Dataset für jede Tabelle, für jede Relation, die im Backend abgebildet wird. Das heißt, ich muss mich nicht mit JSON rumschlagen. Ich kann lesen, schreiben, aktualisieren und löschen. All das kann ich hier über die C-Data Enterprise Konnektoren. Ich bekomme ein ganz normales T-Dataset. Das heißt, sowas wie eine Query, wie ein entsprechendes Abfrageergebnis, auf dem ich rumhantieren kann. Ganz normal mit SQL 92. Ich kann mein Update-Statement setzen. Ich kann meine Select-Statement setzen. Und die C-Data Konnektoren wandeln das im Prinzip von diesem SQL 92 um in die entsprechende Backend-Sprache. Was immer das auch ist. Ist das JSON, ist das XML, ist es entsprechend REST, ist es ein Webservice in irgendeiner anderen Art und Weise. Sehr praktische Sache. Es gibt auch ein großes Paket, wo zum Beispiel dann auch noch SAP unterstützt wird und so weiter. Das ist ganz normal über die Webseite von www.cdata.com verfügbar. Gut, weitere wichtige Verbesserungen, App-Tethering, Verbindungsqualität, Wi-Fi, Bluetooth für VCL und FireMonkey haben wir hier nochmal dran geschraubt. Generelle Verbesserungen bei der Standard Template Library, Runtime Library für den C++-Compiler, Schrifteinstellungen, Willkommensseite, Datei, Veränderungen und so. Dateiveränderungen, das war mit dem Kringel und dem X oben in der Lasche, in dem Tab, finde ich ganz gut. Unter der Haube etliches geschraubt für iOS, für Android, für macOS, für FireDeck und so weiter und so fort. Oh Wunder! Es ist eine Anwendung entsprungen. Es ist nicht ein ROS entsprungen, das wird er erst in knapp einem Monat machen, sondern eine Anwendung. Das heißt, meine Anwendung ist gestartet, Erfolg, und sie wurde notarisiert. Kann ich mir auch anzeigen lassen, bla bla bla. Hier checkt er an der Stelle immer Notarization Info auf meinem entsprechenden auf meine entsprechende Request-ID und irgendwann ist es dann gestartet und dann auch notarisiert worden. Hurra, es hat mal wieder geklappt. Ich kann mich auch davon überzeugen, wenn ich mir das zum Beispiel mal in die Zwischenablage reinkopiere und das Ganze hier nochmal aufrufe. XCRun ist so ein Xcode Run, ist so ein kleines Utility aus Xcode her selber raus. Dann arbeite ich mit Stapler und dann gucke ich halt eben, ob diese Anwendung denn auch entsprechend notarisiert worden ist. Und tatsächlich, sie ist notarisiert worden. Im Idealfall bekomme ich, und da gehe ich nochmal kurz zurück, hier eine E-Mail von Apple. Da sollte sie auch kommen. Ja, und da haben wir es dann auch. Ich weiß das nicht, haben wir mal ein Screensharing noch an? Nee, das haben wir für iOS nicht mal an. Ich zeige Ihnen nur die E-Mail. Ich will jetzt hier nicht mein großes E-Mail-Programm hier starten. Das ist die E-Mail, die ich gerade eben um 10.49 Uhr bekommen habe. Your Mac Software was successfully notarized. Bekomme ich also auch eine entsprechende Info dazu. Ja, prima. Sehe ich auch nochmal die ID. Alles klar. Request-ID überstimmt überein. Das hat also geklappt. Geht mittlerweile recht einfach. Gut. Aber da wollte ich ja gar nicht hin. FireDeck-Datenbank-Anbindung nochmal aufgebaut, Web-Clients-Verbesserung, HTTP-Client-Bibliothek, ja, das haben wir an der Stelle im Prinzip in jedem Release drin. Ich hätte schon fast gesagt, die Folie habe ich 1:1 aus 10.3.1, 10.3.2 auch wieder auf 10.3.3 rübergebracht, aber im App-Tethering gab es Probleme, C++ bei der SDL gab es Probleme, die Schriftanpassungen gab es Probleme, wir sind immer noch nicht High DPI, gebe ich ganz offen zu, bei 10.3.3, aber es soll mit 10.4 kommen, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres. Aber wir haben auch wiederum hier eine Vielzahl von Rückmeldungen eingebaut. Generell die Installation von 10.3.3 relativ einfach.
Prinzipiell steht das Release nur Neukunden und Kunden mit einem Wartungsvertrag zur Verfügung. Das heißt, ist mein Wartungsvertrag irgendwo jetzt im September abgelaufen, dann kann ich die 10.3.3 nicht installieren. Es ist ein Wartungsupdate mit neuen Funktionen. Ist so, kann man abends beim Bier stundenlang drüber diskutieren. Kunden mit Wartung bis September, klar, die können die 10.3.2 installieren, weil die kam vor dem Ablauf ihrer Wartung, die jetzt hier angenommen im September mal ist. Aber die 10.3.3, die im November gekommen ist, die können sie dann nicht installieren. Hat man aktuelle Wartung, hat man aktuell eine neue Lizenz erworben, die natürlich auch wiederum ein Jahr Wartung mit beinhaltet, kann man das 10.3.3 installieren. Bitte die gleiche Installationsroutine verwenden, wie Sie auch bei einer vorgehenden Installation hatten, wenn Sie eine Update-Installation machen. Das heißt, hatte ich den Web-Installer, die ESD, Get-It, Paketmanager, im Prinzip alles synonym zu verwenden, Get-It, ESD, Web-Installer. Sollte ich den jetzt an der Stelle auch wiederum verwenden? Habe ich die ISO-Installation, sollte ich an der Stelle auch wiederum die ISO-Installation verwenden? Beides ist verfügbar. Das hatten wir hier auch schon mal kurz gesehen. Hier gibt es die entsprechende ISO-Datei, hier gibt es den Web-Installer. 10.3.3 kann man einfach drüber installieren. Komponenteneinstellungen bleiben erhalten, es sei denn, es sind ganz abgefahrene Komponenten, die sich ganz merkwürdig in der Registry im System hier anmelden, gibt es auch immer wieder. Aber die kann man dann einfach drüber installieren. Er fragt während der Installation, ja, soll hier die Einstellung behalten werden? Muss man natürlich ja drücken, bla bla bla, muss trotzdem vorher deinstalliert werden, wird neu installiert, ist aber im Allgemeinen innerhalb von so 20, 25 Minuten durch. Dann geht es auch schon wiederum weiter. Gut, Fragen dazu. Ja, dreiviertel Stunde sollte es dauern. 53 Minuten hat es gedauert. Fragen kommen jetzt auch dazu. Gehe jetzt einfach mal in den Bereich der Fragen. Gut, Notarization hat geklappt, Android 64 hat geklappt, Android App Bundle hat geklappt, iOS Dark Theme hat soweit geklappt. Im Prinzip hat alles geklappt, was ich zeigen wollte. Prima. Ton und Bild gut. Wir hoffen, es war immer noch so. Eine Frage von Oliver Rick. Hallo, eine Frage zum Thema Releases und Bugfixes. Mit 10.3 wurden Inline-Variablen hinzugefügt, auch groß zum Beispiel von Marco in seinem Blog beworben. Völlig korrekt. Nun gibt es drei Service-Releases, aber die Syntax-Highlighting oder das Syntax-Highlighting ist nach wie vor in 10.3.3 enthalten. Ja, warum muss man immer auf ein neues Major-Release warten, bis solche wichtigen Dinge behoben worden sind? Ja, das ist ein etwas größeres Problem. Ich mache mal eben kurz eine neue Anwendung, um die Problematik kurz darzustellen. Ich habe ja hier innerhalb des Quelltext-Editors links oben eine Strukturansicht. Das heißt, wenn ich irgendwo mal was programmiere, ich gehe mal ins Form-Create rein und sage, ich möchte jetzt einfach eine Variable deklarieren, für var vom Typ Integer. Und da sage ich jetzt einfach for i entspricht 1 to 100, do Beginn irgendwas, Ende irgendwas und so weiter und so fort. Ja, da bekomme ich jetzt hier ganz hässliche rote Schlangenlinien, kann mich mal eben kurz davon überzeugen, lass das einfach mal kompilieren, linken fertig läuft, ist also valider Quellcode, der kann kompiliert werden, aber trotz alledem hier hässliche rote Schlangenlinien. Meine amerikanischen Kollegen machen immer Folgendes, die schalten das Error Inside ab, damit es in Demos nicht so hässlich aussieht, da bin ich so eine ehrliche Haut, sage ich mal so frei. Sieht man hier, ist Mist, bleibt Mist, ist innerhalb von 10.3.3 immer noch Mist, wird erst mit 10.4 gefixt. Warum? Es gibt hier nämlich in der Strukturansicht und in dem entsprechenden Error Inside, gibt es einige grundlegende Änderungen, die durchgeführt werden müssen. Wir können nicht einfach das Error Inside um diese Funktionalität ergänzen, erweitern. Das ist ein relativ hoher Aufwand. Da sind wir schon dabei. Da gibt es auch schon die ersten Beta-Versionen von 10.4 rein intern, noch nicht public. Nein, ihr habt noch keine Möglichkeit daran teilzunehmen. Da bauen wir momentan dran. Kommt mit 10.4 Anfang nächsten Jahres. Sorry von meiner Seite, ist halt eben so. Tut mir leid, Oliver. Thomas Käswurm fragt hier, C-Data, vor einigen Tagen hat der Link für die Seriennummer noch nicht funktioniert. Geht das jetzt? Sollte immer gehen.
Ich kann das mal eben kurz ausprobieren. Ich gehe mal eben kurz raus. C-Data, das waren, glaube ich, welche Folie war das? Die Folie war das. Da sollte ich jetzt doch den Link öffnen. Ja, jetzt haben wir hier ein internes Problem. Das ist hier ein internes Netzwerk. Da muss ich hier einfach mal auf Net gehen. Bekomme jetzt hier natürlich hässliche Meldungen dazu. Dann sage ich hier trotzdem Webseiten besuchen. Ja, Kennwort verwenden. 0815 4711 ist mein Kennwort. Und Link funktioniert. Das hat jetzt nur was mit dem internen VPN und so weiter zu tun. Deswegen sieht das auch ein bisschen hässlich aus. Aber hier gebe ich meine Red Studio Seriennummer an von Enterprise und oder Architect. Und dann bekomme ich hier das Gratis-Produkt. Funktioniert. Ich könnte jetzt hier auf ein anderes VPN gehen. Dann funktioniert das auch sauber hier mit diesem Browser, mit dieser Webseite. Es ist ein internes Netzwerkproblem. Komm, nett und so weiter und so fort. Aber Webseite funktioniert. Gut. Ach, meine wunderschöne Anwendung, notarisiert von Apple. Immer wieder herrlich. Ja, hier haben wir auch ein paar Änderungen gemacht. Also hier diese Standard-Menüeinträge fürs Hauptmenü. Die sind schon alle mit dabei. Ich kann das Ganze auch in Vollbild schalten und so weiter. Projekt beenden und so weiter und so fort. Gut, go to meeting. Wo haben wir denn jetzt die Fragen, die ich hier nochmal hochpoppe? Wo ist das große Label-Objekt geblieben? Gute Frage. Frau Sieber, nicht richtig aufgepasst. Ich hatte das erstmal in Theorie gezeigt mit meinem entsprechenden Einträgen. Da muss ich noch ein bisschen weitermachen. Ich habe dann an der Stelle hier eine vorgefertigte Anwendung genommen, wo Benutzername, Kennwort mit der Notarization schon alles ausgeführt worden ist. Das ist das Project 1, was ich jetzt hier hatte mit dem entsprechenden Notarization. Das hatte ich ja hier schon vorgefertigt geladen und da war jetzt hier kein Notarization drin. Hier eine Frage von Lukas Held-User oder Helduser. Stehen mir die Enterprise-Konnektoren auch weiter zur Verfügung, wenn meine Wartung abgelaufen sein sollte? Kurze Antwort ist nein, lange Antwort ist jein. Generell stehen die Enterprise-Konnektoren so lange zur Verfügung, solange es Wartung für Delphi, C++-Bilder und/oder Red Studio gibt. Das heißt, im Zuge der Wartungsverlängerung für Red Studio oder Red Studio-Produkte wird auch die Wartung für C-Data ergänzt. Generell ist so, C-Data lässt sich weiter kompilieren. Technisch steht es da nicht im Wege. Lizenzrechtlich dürfen Sie allerdings keine neuen Anwendungen damit bauen. Bugfixes für bestehende, ja, aber keine neue Funktionalität bauen. Das heißt, die Komponenten bleiben bestehen, sie sind auch funktional, auch wenn die Wartung abgelaufen ist. Sie dürfen allerdings rein lizenzrechtlich damit keine neuen Funktionen bauen. Hier die Frage, muss man die vorhergehende Version installiert haben oder kann man es auf einem neuen Rechner direkt als Basisinstallation verwenden? Ja, Nils Hacker, ganz klar, wenn Sie hier einen neuen Rechner haben, starten Sie bitte gleich mit 10.3.3. Keine Vorgängerversion. Das ist manchmal etwas verwirrend. Die Installationsdateien 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3 sind alle selbstständig lauffähig. Selbst unter der Haube, wenn ich eine 10.3.1 installiert habe und ich installiere eine 10.3.3 drüber, wird die 10.3.1 deinstalliert und 10.3.3 komplett neu installiert. Also er macht immer eine komplette Neuinstallation. Nur bei einer Update-Installation fragt er, ob die Einstellungen behalten werden sollen. Hier die Frage, C-Data Enterprise Connectors für alle Plattformen von Werner Weiß? Nein, die Plattformen sind Windows, Windows oder Windows. Das heißt, Sie können hier an der Stelle auch Windows mitarbeiten. Liegt halt eben auch daran, dass sie sogar zum Teil DLLs und so weiter mit ausliefern. Ich habe selber in meinem Rechner auch ein paar C-Data-Konnektoren mit dabei. Und wenn ich mir die einfach mal im Windows Explorer anschaue, ich gehe einfach mal Laufwerk, unter Programme werden sie installiert, C-Data. Ich habe den Google Drive und den Salesforce installiert, gehen wir einfach mal da rein. Dann gibt es hier zum Teil auch einige zusätzliche Einstellungen, die man dafür braucht, die man jetzt an der Stelle als BPL, als DCU braucht, die nur unter Windows funktionieren, aber für VCL und oder FireMonkey.
Hier die Frage von Hartmut Dietz. Welche IoT-Unterstützung gibt es? Ja, das ist eine gute Frage. Fragen Sie mal fünf verschiedene IT-Hersteller, was Sie unter IoT verstehen. Sie werden wahrscheinlich fünf verschiedene Antworten bekommen, im Idealfall sogar sechs und mehr. Wir sehen uns hier als Technologielieferanten, das heißt, wir unterstützen natürlich grundlegende Kommunikation, Bluetooth, Bluetooth LE, Wi-Fi, Ethernet und so weiter und so fort. Wir haben höherwertige Protokolle auf Basis von Beacons zum Beispiel implementiert, Proximity, Annäherung an Beacons oder Triangulation, Lokalisierung über Beacons in einem Raum. Auch diese Technologie unterstützen wir, aber wir sehen uns hier prinzipiell als Technologielieferant, also als Basistechnologielieferant für die IoT-Technologie. Hier die Frage von Max Rossmann. Wann kommt die Kameraunterstützung unter Windows, FireMonkey? Puh, das, normalerweise sollte das funktionieren. Hier gab es auch in 10.3.3 ein paar Updates für die Camera Component. Die sollte auch unter Windows funktionieren. Habe ich auch schon selber gemacht, ganz normal mit der Camera Component, auf die Webcam zugegriffen. Also, da müssten Sie mal näher spezifizieren, Herr Rosmann, was Sie damit meinen oder wo Sie da Probleme haben. Hier eine Frage: Kann ich meine Lizenz von 10.3.2 für einen Test von 10.3.3 auf einer neuen Virtual Machine nutzen? Von Holger Hanschmann. Die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist ja, selbstverständlich. Wenn Sie es wirklich nur testen wollen, und Sie vielleicht irgendwo, ja, wir arbeiten ja mit Zählungen von Aktivierung, sollten Sie vielleicht in der virtuellen Maschine vielleicht nur eine Trial installieren mit einem separaten Key, wenn Sie an der Stelle einfach Ihre bestehende Lizenz nehmen. Klar geht das. Setzt natürlich voraus, dass Sie noch einen aktiven Wartungsvertrag für Ihre Delphi und oder C++ Builder Version haben. Hier die Frage von Wolfgang Sümer. Kann man CData für 999 US-Dollar auch mit Delphi Professional 10.3.3 nutzen? Ja. Die CData-Komponenten setzen als minimale Systemvoraussetzung Professional-Editionen von Delphi C++ Builder Red Studio voraus. Funktionieren auch mit der Professional-Edition. Die Basis-Fire-DAC-Klassen sind ja in der Professional-Version alles enthalten. Hat mit dem Datenbankzugriff im Sinne von, ich möchte auf den Oracle, MS SQL Server, Sybase, Interbase, Firebird zugreifen, nichts zu tun. Da ist ja die Professional Edition etwas eingeschränkt. Aber CData in der Professional Version, Enterprise Architect, je nach Paket, völlig identisch. Henze meldet sich. Soweit alles klar. Dankeschön. Gut. Frage von Thomas Käswurm zu CData. Bei mir im Firefox kommt die Meldung, Aktionsangebote und Werbeaktionen. Nicht vorhandenes Angebot. Probieren Sie bitte einen anderen Browser. Firefox, auch da kann man beim dritten oder vierten Bier, wo wir mittlerweile angelangt sind, abends stundenlang drüber streiten. Probieren Sie mal einfach einen anderen Browser. Um das richtig sauber zu zeigen, müsste ich jetzt hier in ein anderes VPN reingehen, damit ich eine normale Internetverbindung habe. Da funktioniert es genauso gut. Ich habe es vorhin mal ausprobiert in dem internen Netzwerk ohne Bilder, ohne alles. Geht da auch, wie gesagt, mit einigen Einschränkungen in der Optik, aber funktional ist das alles gegeben. Diese Webseite habe ich mir nämlich gestern nochmal angeschaut und einwandfrei. Das Android Cross Compiling, fragt Harald Henze. Das Android Cross Compiling interessiert mich besonders. Ich habe kleine Anwendungen mit SQL Server, wo Android als Client über WLAN zugreifen soll. Gibt es sicher ein kleines Video auf YouTube? Ja, da gibt es sogar viele Videos und da gibt es vor allem auch eine wesentliche Architekturfrage. Sie können von einem Android-Gerät nicht direkt auf einen Microsoft SQL Server zugreifen. Klammer auf, mit den Komponenten, die bei Delphi C++ Builder mitgeliefert werden. Klammer zu. Es gibt anderen Hersteller, die machen das über UNIDAC und so weiter und so fort. Die versuchen irgendwo die Client-Bibliothek des MS SQL-Servers nachzuimplementieren. Die brauchen nur reines TCP/IP. Generell braucht man natürlich auch immer noch den sogenannten Native Client für den
MS SQL Server, den Native Client gibt es für Android nicht. Deswegen sollte man architektonisch hier sich was anderes überlegen, wie zum Beispiel eine Middleware, einen Vermittler, einen Server, der auf den MS SQL Server zugreift und die Daten an die mobilen Endgeräte zum Beispiel über REST und JSON zur Verfügung stellt. Das wäre zum Beispiel eine Strategie mit dem RED-Server von Embarcadero oder jegliche andere Technologie. TMS hat zum Beispiel das X-Data, ohne jetzt Werbung zu machen oder uns zu kannibalisieren. Das wäre eine architektonische Frage. Ja, kann man machen. Man kann auch direkt versuchen, mit den Unidec-Komponenten zu arbeiten, die behaupten, dass sie das können. Einige Kunden sagen ja, andere weniger gut. Kann man abends beim fünften Bier stundenlang drüber streiten. Aber prinzipiell ist das möglich. Suchen Sie hier bitte nach Middleware, RED-Server-Technologie, Mobile Clients. Da werden Sie relativ schnell fündig. Hier eine Frage: Gibt es für den RED-Server ein Setup zur einfachen Installation? Die kurze Antwort ist ja, die lange Antwort ist ja, selbstverständlich. Da haben wir, ich weiß gar nicht, ob das im DocWiki mittlerweile schon drin ist, hässliche Webseite, DocWiki, embarcadero.com, Rio-Neuerung, das ist immer so eine Seite, da steige ich halt eben immer ein, Release 3. Ob die das schon veröffentlicht haben, Toolchain-Patch, das sind die Installationen, Installationshinweise. Es gibt die kurze Antwort wäre, gehen Sie einfach in den entsprechenden Get-It-Package-Manager. Im Get-It-Package-Manager gibt es dann Pakete dafür, für die Installation des RAD-Servers für Linux und für den RAD-Server auf Windows. Suchen Sie also hier am besten irgendwo nach RAD. Kleiner Hinweis, der Get-It-Package-Manager hat Probleme, wenn Sie an der Stelle mit Leerstellen suchen. RAD hat es zum Beispiel gefunden. Da haben Sie den RED-Server-Installer für Linux 1.0 und den RED-Server-Installer für Windows Version 1.0. Die gibt es auch in einer aktualisierten Version. Die sollten eigentlich jetzt die Tage auch auf unserer Webseite publiziert werden. Deswegen habe ich hier kurz nachgeschaut. Hier finden Sie allerdings noch die normalen Versionen. Würde ich nämlich hier zum Beispiel nach RED-Server suchen, okay, finden Sie nichts. Obwohl es ja ganz eindeutig hier mit dabei ist. Deswegen suchen Sie einfach nach RAD oder nach Server oder Installer. Dann finden Sie das an der Stelle relativ schnell. Gibt es noch ein paar kleine Demo dazu. Liefern wir nach, wo es die aktualisierten Pakete gibt. Was haben Sie dann? Dann haben Sie für den Installer für Windows haben Sie eine Setup-Exe, die alle notwendigen PPLs an eine bestimmte Position schmeißt, die auch Interbase installiert, die auch die Konsole installiert, dass Sie also den Server dort konfigurieren können und so, dass Sie faktisch fast nur noch Ihre PPLs brauchen, natürlich den Webserver konfigurieren und so weiter und so fort. Gut, gibt es Connectors für SAP SQL Anywhere? Taucht auf der Embarcadero-Seite nicht auf. Muss man gucken. SQL Anywhere, logge ich einfach mal auf cdata.com. Alles andere wäre zu einfach. Was für Driver gibt es hier? Oder ich gehe erstmal in die Produkte rein. Produkte, da gibt es natürlich hier die lasche Driver Technology. Hier gibt es den Namen Delphi. Funktionieren natürlich auch mit dem C++-Builder. Die sollten das an der Stelle einfach mal ändern. Heißen allerdings hier Firedeck Components, also cdata.com/Firedeck. Da finden Sie auch das Großpaket 170. Da finden Sie auch die entsprechenden Übersicht über die verstandenen Daten. Relationales Datenbankmanagementsystem, SQL Sybase IQ, aber SQL Anywhere, nein, sehe ich jetzt hier nicht. Firedeck selber, nee. Hat natürlich SAP SQL Anywhere direkt mit eingebaut, wenn Sie denn auch die entsprechende Enterprise-Edition haben.
weiß jetzt allerdings nicht, ja, ist mit dabei, ja, wird natürlich unterstützt, ja, ist natürlich auch im Doc-Wiki beschrieben. Sagen wir jetzt einfach mal hier, anywhere, da sollte dann auch was dazu finden. Herstellen CybersQL Anywhere, FireDeck, was man dazu braucht, ja, geht an der Stelle über ODBC. Das nur so am Rande, was man dafür machen muss. Also geht direkt über FireDeck in der Enterprise-Edition. Also wäre vielleicht ein Grund, da lieber auf die Enterprise-Edition zu gehen. Hab jetzt hier kein SAP oder Sybase SQL Anywhere installiert, kann ich jetzt hier nicht überprüfen. Hier eine Frage von Hartmut Dietz, 11:09, wir nähern uns langsam dem Ende. Kann ich mit einer Professional-Version unter Android einen mobilen Client entwickeln, welcher einer Verbindung zu einem Windows Interface DB zugreift? Können Sie machen. Das heißt, es gibt da zwei Antworten. Die eine ist, zufälligerweise kann der Interbase Client, der auch auf Android läuft oder dort vorhanden ist, auch über Wi-Fi Ethernet, in dem Fall wahrscheinlich eher Wi-Fi, mit dem Ethernet-Kabel auf dem Android-Gerät, sieht immer blöd aus, kann er zufälligerweise auch über TCP/IP direkt mit dem Interbase-Server kommunizieren, wird von uns allerdings nicht supported. Das wäre dann die direkte Verbindung. Funktioniert technisch, ist aber offiziell nicht supported. Gut. Blöde Antwort, ist aber so. Die zweite Möglichkeit wäre natürlich, Sie können in der Professional-Version sich selber irgendwo einen REST-JSON-Server bauen. Auch wir kochen nur mit Wasser. Wir haben entsprechend die Win-HTTP-Komponenten inklusive Verschlüsselung benutzt, um einen Container zu bauen, den wir dann RED-Server genannt haben, um das für Geld zu verkaufen. Das geht natürlich auch alles mit der Professional-Version. Also prinzipiell können Sie natürlich auch alles in der Professional-Version bauen. Ist nicht spaßig, ist nicht lustig, kann man aber machen. Sie können sich natürlich auch mal, wenn Sie nur die Professional-Version haben und jetzt nicht updaten wollen auf die Enterprise-Edition, sich mal anschauen, was zum Beispiel TMS an Xdata anbietet. Ist relativ kostengünstig, aber nur so als Tipp, bevor mir der Vertrieb ins Gesicht springt, weil ich hier die falschen Tipps gebe. Gut, Friedhelm Drechtra bedankt sich. Werner Weiß fragt hier noch, beim Suchen in Getter statt den Leerzeichen einfach kein Leerzeichen machen. Dann geht es zum Beispiel Red Server Hoss. Wusste ich auch nicht. Danke für den Tipp. Also er kann das dann an der Stelle einfach mal dezent ignorieren. Man sucht hier einfach nach Red Server Hoss. Aha, komm schon. Dauert hier ein bisschen. Ich sage einfach mal Red Server Hoss hat er jetzt gesagt. Was findet er dann? So hat er es gesagt. Red Server Hoss und dann Red Server Hospitality. Tatsächlich. Red Server Linux. Findet dann da noch was? Red Server Installer sollte es wahrscheinlich dann sein. Dank für den Tipp, wusste ich auch nicht. Red Server Installer einfach zusammengeschrieben. Gut, da gehe ich dann mit meinem Kollegen nochmal in Klausur, dass er das nochmal richtig hinbringt. Gut, dann sind wir durch. 11:11, letzte Frage. 11:15 haben wir mittlerweile die Stunde einmal vollgekriegt. Dann bedanke ich mich soweit für Ihre Aufmerksamkeit. Ich werde das Webinar dann an der Stelle jetzt auch soweit beenden. Aktuell gibt es keine weiteren Fragen. Ich bin nur so circa 5 Minuten hier im Chat drin, werde dann auch nur noch per Chatnachricht beantworten. Ich will hoffen, Sie haben ein paar Informationen mitgenommen. Bedanke mich. Abonnieren Sie unseren Kanal, Embarcadero Germany. Matthias Eising für Embarcadero. Vielen Dank. Bis dann. Ciao, ciao.